Hauke, sag mal, was ist denn Hashtag RNF22? Piwi, geht mega ab. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hauke, Hashtag RNF22. Das klingt aber kryptisch. Das ist es auch. also Hashtag RNF steht für Rank and File 22. Und das ist ein Projekt, das zu dem ich gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind halt. Vielleicht hole ich einfach mal etwas weiter aus. Ja, mach doch mal eben. Pivi, du erinnerst dich an die letzte Aufnahme, die wir hatten. Das war die vorletzte Aufnahme. Die hatten wir mit Gregor und Dennis. Und das war ja die erste Aufnahme, wo du gesagt hast, so Hauke, jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du mal selbst moderieren halt, ne? Genau, das war zumindest mein Plan. Aber du hast meinen Plan ja vereitelt und hast mich ja trotzdem zwischendurch Sachen gefragt. Eigentlich wollte ich nur ganz technikmäßig im Hintergrund bleiben und eigentlich nichts sagen. So ist es halt manchmal, ne? Und die haben wir an einem Montag aufgenommen. Und am darauf folgenden Freitag bin ich zur Arbeit morgens gefahren und habe mir den dann neu erschienenen Table-Podcast reingezogen. Und Matthias vom Table-Podcast, zu dem ich auch privat mittlerweile eine recht ausgiebige Unterhaltung pflege. Ja, hat. Dito, liebe Grüße. Ganz genau. Sowohl an den Table Podcast auch als an Matthias im Besonderen. Aber der hatte, und das wussten die ja nicht, und wir wussten das ja auch nicht von denen, der hatte das gleiche Erlebnis. Dem wurde halt auch aufoktroyiert, jetzt einfach mal zu moderieren. Und das wirklich Coole war, er saß quasi im gleichen Boot wie ich und der Aufhänger der Folge der Jungs war halt Scrimmage. Was ist ein Scrimmage? Ist das irgendwie was Neues, was Altes? Woran messen wir das eigentlich? Und da ich ja bei der Arbeit nichts anderes zu tun habe, habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht, was eigentlich ein Scrimmage ausmacht. Ja. Und nachmittags habe ich dann, so wie ich das fliege, halt bin ich auf den Discord der Jungs gegangen und habe da dann auch meine 3 Cent zu abgegeben. Und er kam halt eins zum anderen, haben wir uns unterhalten und die Jungs vom Table Podcast haben ja auch ein Co-Host, Sali. kann einfach nur sagen, jemanden, den ich gar nicht kannte, aber den ich, obwohl ich ihn gar nicht kannte, sehr schätzte, weil er eine gewisse Geisteshaltung an den Tag legt, die ich bei mir selbst immer wieder zu erkennen glaube. Und Sali schrieb dann in der Diskussion, also ich glaube, ich hatte geschrieben halt, dass ich das ganze Jahr über schon Orks für 40k angemalt habe und dass ich langsam aber sicher durchdrehe, immer wieder was Grundehrliches machen muss wie eine Warhammer Fantasy Armee. Und ich hatte ja auch schon die Untoten rausgeholt und angefangen daran rumzuschnitzen und dann schrieb Sali halt, total geil, ich mach mit, wird doch total schön mal wieder aus Lust an der Vergangenheit und in Erinnerung zu schwelgen, halt eine schöne Armee zu schreiben. Nicht zu schreiben, sondern aufzubauen. Und schrieb dann halt auch, ja, Matthias, willst du nicht auch mitmachen? So wegen früher. Und Matthias hatte ja nun am gleichen Tag einen Podcast veröffentlicht, in dem er halt der ganzen Welt mitgeteilt hat, dass er für Massenarmeen nicht mehr zu haben ist halt. Ne? So, er will einfach nur noch mit 8 Mann halt so. Und gut ist. Ja, sehr geil. Aber dann kam eins zum anderen und Sali und ich haben uns dann darauf geeinigt, nach längerem Hin und Her, dass wir jetzt eine Challenge machen. Und zwar Anfang unserer Challenge ist halt 1.7.2022, dann für 3 Monate.
sowohl Sali als auch ich werden 1500 Punkte Warhammer Fantasy Battle bemalen. Und wenn wir damit fertig sind, dann machen wir einen schönen Battle Report halt. Im Sinne von Dice and Outs gegen Table Podcast. Und wir wollen mal gucken, wer eigentlich der härteste hier in der Bundesrepublik ist. Das ist ja total der Hammer. Jetzt aber sag mal, ich persönlich habe aber keinen Bock mehr auf 28 Millimeter. Das haben wir auch gesagt. Wir hatten dort auch schon gefragt, wer da auch grundsätzlich Bock drauf hat. Und ich sag mal so, wie es ist. Der Zuspruch war eher überschaubar. Zinnsoldat sagte, er würde gerne mitmachen, aber dann nicht bei Warhammer Fantasy Battle, sondern er würde dann eher Warhammer historisch anmalen. Und dann kam der Gedanke auf zu sagen halt, ist dann ja auch scheißegal, für welches System oder welche Armee du anmalst, sondern das Entscheidende ist halt, dass du eine Armee bemalst, die Rank and File hat. Und von daher wirst du mit 10 mm, wenn du Bock drauf hast, wirst du halt mit am Start halt, ne? Ja, cool. Weil ich bin ja gerade dabei, meine Echsenmenschen hier zu bemalen in 10 mm. Da bin ich ja wirklich gerade bei. Könnt ihr auch bei YouTube nochmal nachgucken. Da habe ich so ein paar Sachen nochmal hochgeladen. Wir haben so einen Stream getestet und so weiter. Da verbessern wir uns ja auch immer. Aber was machst du denn da? Also, Sali und ich sind übereingekommen, dass für uns das Entscheidende ist, eine wirklich, wirklich vom Hintergrund getragene Armee aufzustellen. Also es geht nicht darum, eine kraftvolle, schlagkräftige Armee aufzubauen, sondern eine Armee, bei der der Fluff wirklich bis in X10 so ausgereizt wird. Und was Sali macht, das muss er selbst erzählen. Aber ich werde eine Untotenarmee bauen. Die Figuren, also ich hole noch mal weiter aus. Bevor ich überhaupt jemals Warhammer Fantasy Battle gespielt habe, fand ich die Skelette einfach schon total cool. Mhm. Mir war gar nicht klar, in welchem Gesamtzusammenhang das irgendwie erscheint. Ich vermute auch, dass das von diesen Zeichnungen und Bildern aus dem Mittelalter kommt, zur Pestzeit, wo einfach Bilder entstanden sind, wo einfach nur Skelette und Tote durch die Gegend rennen, so, ne, totentanzmäßig. Und dann hat es sich später so gefügt, dass ich aus irgendwelchen Gründen auch immer nie die Untoten hatte. Also es haben irgendwie immer andere gespielt. Und ich hatte immer Bock drauf und hatte dann, das muss so 2010, 2011 gewesen sein, als es bei Games Workshop mal vernünftige Armeepackung dazu gab, hatte ich mir zwei Stück geholt und seit 10 Jahren liegen diese Figuren hier einfach sinnlos rum. Ach, guck an. Und ich dachte, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, diese Jungs einfach mal klar zu machen und einfach mal auszuheben und eine schöne Untotenarmee aufzubauen. Aber das ist halt der Punkt, es soll eine Armee sein mit einer wirklichen schönen Hintergrundgeschichte. Und wir werden nach den Regeln der 6. Edition spielen und das Armeebuch der Vampirfürsten für die 6. Edition lässt hinten in einem Appendix zu, dass man gewisse Themenarmeen spielt. Und ich werde darauf abzielen, eine untote Bretonenarmee zu spielen. Allerdings bräuchte ich dafür 2000 Punkte. Weil ich die nicht erreiche, spiele ich stattdessen eine Nekromantenarmee, die von einer untoten bretonischen Zauberin angeführt wird, die ich dann als Nekromantin durchgehen lasse. Der Gedanke ist halt, dass die Frau halt so eine Art Irrlicht aus dem Moor ist und die halt Questritter angelockt hat, die dann dort gescheitert sind und tote Bauern aus dem Wald, aus den umliegenden Dörfern rekrutiert und dann irgendwie ihre eigene Agenda durchzieht. Krass, geil. Und daher kriegt sie dann von mir auch einen magischen Ausrüstungsgegenstand, der sie halt zum ätherischen Wesen macht. Das bringt ihr als Zauberin überhaupt nichts, aber es macht die Geschichte ziemlich cool halt, ne? So als Irrlicht, die halt dann halt verschollene Leute durch die Gegend führt. Und rein vom Armeeaufbau beschränke ich mich halt auf das, was ich habe. Das sind dann 40 Skelette, 20 Gruftwachen, und auch so ein bisschen Gerödel dazu, ne? Also vor allem, regeltechnisch sind das halt Black Knights, aber die werde ich dann halt als bretonische Ritter halt aufziehen. Und der Armeeentwurf ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber das so in diese Richtung soll das dann halt gehen.
Ganz, ganz spannende Geschichte. Und dann heißt es dann auch wirklich von wegen, nachdem die Armee fertig ist, treffen wir uns quasi in Essen oder je nachdem und wir zocken dann gegeneinander. Oder haben einfach eine gute Zeit. Das hatten Sali und ich uns so überlegt, dass wir dann halt, was auch immer die Pandemielage hergibt, ne, aber dass wir dann nach Möglichkeit uns irgendwo treffen und dann halt Team Dicenauts gegen Team Tableport. Supergeil. Da habe ich total Bock drauf. Also gerade auch von wegen, wenn man halt mit so einer kleinen Armee wie 10mm Fantasy einsteigen kann oder mit einer anderen Rank-and-File-Armee, ich sag mal sowas wie Black Powder oder irgendwie sowas, kann man ja auch mit Sicherheit malen. Okay, also dann rufen wir jetzt den Monat oder die Monate von Rank-and-File und wir beleben Rank-and-File wieder. Genau. Wir brauchen mehr Support für Rank and File. Es gibt ganz hervorragende, wunderschöne Systeme. Warhammer Ancient Battle zum Beispiel. Oder auch Hail Caesar, ne? Es ist in letzter Konsequenz ist das ja auch ein Rank and File System. Obwohl du da kein Rank and File hast, sondern halt große Regiments oder Einheitenbasen. Aber das tut der ganzen Sache ja nicht Abbruch, ne? Worum es halt geht, das sind halt die Spiele, wo du halt Quadrate durch die Gegend schiebst. Und, diese Spiele brauchen mehr Support, weil die auch zumindest aus meiner Sicht, und ich habe sie ja nun schon gespielt, wirklich ein ganz anderes Spielerlebnis geben als Spiele, in denen du halt jetzt mal in Anführungsstrichen Skirmisher oder offene Formation führst. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Bevor wir jetzt dann gleich darauf gehen, wie alle da draußen, die uns jetzt zuhören, mitmachen können, vertell mir doch mal so ein bisschen was über die Bemalung oder sowas. Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Ja, in der Tat. Also ich zehre ja immer noch von unserem Malworkshop und ich habe das auch noch nicht so ganz verdaut, was mir dort vermittelt wurde. Also das war gar nicht so einfach so schwer zu oder gar nicht so einfach, das zu schlucken halt, sich darüber klar zu werden, dass man zwar gefühlt sauber malt, aber irgendwie dann doch auf ein Level. Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber doch echt auf einem wirklich gemäßigten Level und der bei weitem nicht dem entspricht, wie man sich vorher selbst eingeschätzt hat. Also das hat mir echt einen Knick mitgegeben, aber das hat mich jetzt nicht gekränkt, sondern hat mich auch motiviert und von daher werde ich Folgendes machen. Ich werde bei der Bemalung, und das sind ja in der Hauptsache, sind es ja untote Skelette, werde ich mit drei Sprühfarben vorgehen. Also ich werde eine Untergrundfarbe nehmen. Ich werde dann, wir haben das bei Manuel gelernt, im 45-Grad-Winkel sprühen und dann von oben direkt. Und ich werde noch eine weitere Farbe sozusagen im 30-Grad-Winkel mit einbringen. Ah, cool. Also, mir schwebt das so vor zur Zeit, also Sundry Dust als Grundfarbe, das ganze Zeug einfach damit grundieren und dann irgendwas Off-Whitiges zu nehmen, halt im 30-Grad-Bereich und dann eher was wirklich Weißes im 60-Grad und zentral von oben. Und das Ganze dann letztendlich mit verdünnten, also das müssen echt verdünnte Contrast-Paints sein, dann darüber zu pinseln bei den Untoten. Und die Charaktermodelle, und das sind ja nun überschaubar viele, können ja praktisch nur höchstens 4 sein, ja, da werde ich dann dem folgen, was Manuel uns beigebracht hat, und da werde ich mich einfach zu Tode glazen dann einfach. Und werde das einfach, wie er stumpf gesagt hat, einfach, wenn es noch nicht so aussieht, wie du willst, brauchst du mehr Kontrast. Und wenn du der Meinung bist, das muss noch anders sein, dann nimmst du halt dann Pinsel und fegst die Pigmente dorthin, wo sie hin müssen halt. Ne? Mhm. Und das einfach stumpf üben. Aber ich glaube, gerade diese Praxis mit dem Glazen, das ist nichts, was du machen kannst bei einer großen Armee. Du kannst nicht sagen, ich fange jetzt an, 30 Space Marines zu glazen. Ich glaube, da wirst du irre. Ja. Das muss man nach und nach machen irgendwie halt. Das musst du wirklich nach und nach machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, also du willst es ja auch fertig haben. Und ich glaube, da sind Contrast Paints, glaube ich, das Richtige, was du dann auch gerade für die Armee, wenn du auch in diesem Knochenbereich arbeiten willst, mit der Idee, wie du sie gerade hast, super hinbekommst. Etwas, worauf ich explizit verzichten möchte, um halt auch das, was Manuel gesagt hat, Pinselkontrolle zu erreichen, ist halt Brushen, Drybrushen oder dergleichen will ich einfach mal nicht machen, sondern das wirklich mit dem Glaze halt herausarbeiten und das bei dem einzelnen Trooper der Armee halt.
dann nicht mit Glaze, sondern mit Contrast Paints einfach drüber. Aber auch das würde ja, glaube ich, die Pinselkontrolle schon unterstützen, indem er halt versucht, dann halt nicht diese Spotches, sagt man, glaube ich, ne, mit den Contrast Paints, diese Farbpunkte, die dann durch Farbansammlung entstehen zu lassen, sondern dass man auch dort dann halt wirklich so sauber arbeitet, dass man zwar mit Contrast Paint arbeitet, aber das Zeug nicht einfach irgendwo hinlaufen lässt, sondern halt schon sinnvoll hinmalt. Also die berühmte Pinselführung wieder halt auch, ne? Genau, das, was Manuel einfach sagte. Also er hat es ja gebetsmühlenartig uns vorgekaut. Und wer bin ich, ihm das der Widerwort entgegenzusetzen? Finde ich super, super interessant. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du deine Armee aufbauen willst? Hast du da schon Gedanken drüber gemacht? Also, ich sag mal, es gibt ja durchaus Armeen, wo du sagst, ich gehe standardmäßig irgendwo schnell in den Nahkampf. Ich bin eigentlich eher derjenige, der hinten stehen bleibt und schießt. Wie hast du dir deine Armee bis jetzt überlegt? Im Großen und Ganzen möchte ich gerne sozusagen auf sowjetische Art und Weise kämpfen, und zwar mit Masse. Also wirklich, wirklich viele, viele Grundeinheiten und auch Typen in der Einheit. Also bei mir wäre es so, dass die Skelette, die können von der Einheitengröße von 10 bis 30 aufgebaut werden. Ich habe 80 Stück. Von daher würde ich halt 4 Einheiten zu jeweils 20 nehmen. Und das nächste Augenmerk wäre halt dann, dass das, was ja für die Untoten auch maßgeblich ist, halt die Magiephase halt dominieren zu können und meine Truppen halt zusätzlich zur Bewegungsphase halt auch in der Magiephase bewegen zu können. Was nicht einfach wird, wenn ich der Generälin keine magischen Gegenstände gebe, die sie unterstützen. Das heißt, da muss ich mir irgendwas anderes noch einfallen lassen. Aber also das ist so die grobe Marschrichtung. Das war ja nun auch der Deal mit Sali halt, ne? Dass der erste Gedanke ist, eine Armee auszuheben, der wirklich eine wirklich großartige, coole Warhammer Fantasy Battle Geschichte innewohnt. Also etwas, was sich einfach freut, wenn du die Geschichte dir ausdenkst, niederschreibst und dann die Armee später auch in die Vitrine stellst und dir halt immer wieder vor Augen führst, wer und was das eigentlich ist. Und die Kampfkraft, die steht, also die möchte ich natürlich irgendwie auch, die Schlagkraft irgendwie auch in der Armee halt irgendwie unterbringen. Aber das ist vom zweiten Rang eigentlich. Okay. Ich finde, bei so einer Themenarmee ist ja auch das Base eine wichtige Geschichte. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie du dein Base schon gestalten wirst? Wenn die so, ja, also, Herren vom See so nach dem Motto so irgendwie in die Richtung kommt? Ich werde das knüppelhart durchziehen und ich werde das wirklich retromäßig machen. Es gab vor ewigen Zeiten, gab es im White Dwarf, das war das erste Mal, dass eine untote Breton-Armee vorgestellt wurde, gab es eine Armee und die hatte sinnigerweise halt die damals noch die Goblin-Grün-Base-Ränder und die Base selbst war dann halt in Brauntönen und Sandtönen gehalten und genauso werde ich es auch machen, dass das wirklich, wirklich sich in auch vom Bemaltstil halt in die sechste Edition einführt. Einfügt, genau. Mhm. Und der nächste Gedanke ist halt, woher ich dann die Movement Trace nehme, die Regimentsbasen, Bases, muss ich mal gucken. Entweder baue ich die selbst oder ich bestelle die aus England, mal gucken. Also grundsätzlich tendiere ich ja dazu, nichts mehr aus England zu bestellen, schon mal aus Prinzip wegen des Brexit, aber vielleicht habe ich auch keinen Bock, das alles selbst zu schneidern. Also mal gucken, echt. Ja, ich meine, gibt's ja so schöne, ne? So von Warbases oder so heißt die Firma, glaube ich. Ja, die habe ich auch gedacht. Ne, die machen ja so wunderschöne Dinger so aus MDF gelasert. Fände ich eigentlich ganz cool, ne? Ich meine, natürlich könnte Peewee jetzt sagen, Hauke, so schweige still, mein Drucker gehört euch. Aber sowas kann man doch auch bestellen. Also wenn du sowas bestellen willst, dann sag Bescheid, weil dann könnte man wirklich dann vielleicht zusammen irgendwie dann gucken in diese Richtung. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher. Also es gibt ja im Prinzip zwei Schulen, ne? Du kannst ja diese Regimentsbasen nehmen. Und entweder haben die halt einen glatten Rand, der einfach nur angepinselt ist und gut, oder sie haben einen strukturierten Rand. Und ich glaube, dass das dort wirklich auf das Detail ankommt. Also einfach mal so Plastik-Bases von GW zu nehmen und von der Seite damit Vogelsand anzukleben, das hat bisher für mich noch nicht so richtig den Effekt gebracht. Also mal gucken, muss man halt ausprobieren.
Ich glaube, da kannst du wirklich besser irgendwas Texturiertes nehmen oder so und kannst dann zumindest noch ein bisschen mit grünem Flock arbeiten oder irgendwie sowas. Hast es zumindest ein bisschen unten drunter texturiert, als wenn man so von früher so die Sachen dann irgendwie nimmt, ne? So, wie du es gerade sagtest, ne? Glattes Base und dann einfach nur Zeugs drauf. Spannendes Projekt. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was ich denn da so machen würde. Das steht jetzt aber auf dem anderen Blatt. Erzähl doch mal, wie können die anderen denn jetzt alle, die uns jetzt da draußen hören, mitmachen? Weil das ist ja ein Mitmach-Podcast und auch eine Mitmach-Geschichte. Genau, also der Grundgedanke ist einfach, eine Lanze für Rank-and-File-Systeme zu brechen und auch die Spieler zu motivieren, zu sagen, halt hier, pass mal auf, gibt coole Systeme, für die man coole Armeen machen kann und umso mehr oder umso wichtiger ist es halt, sich für solche Sachen halt auch noch coole Geschichten auszudenken. Weil dann, so zumindest meine Erfahrung, wird aus Tabletop nicht nur ein Modellbauprojekt, sondern wirklich eine faszinierende Geschichte, die dich auch vorwärts treibt, bei der du Bock hast, weiterzumachen und die dann vielleicht auch von einem krönenden Ende gekrönt ist halt. Ne? Also die Grundüberlegung wie folgt. Sali und ich machen das unabhängig von allen anderen und gut ist, wir werden dann jeweils in unserem Podcast, also ich für Dice and Notes, Sali für Table Podcast, über die Fortschritte bei der Armee berichten und alle Hörer ermuntern wir halt, sich vergleichbare Sachen halt unter den Nagel zu reißen und sich als Projekt vorzunehmen. Und ich kann mir halt gut vorstellen, wenn jemand eine schöne Idee hat für eine schöne Armee, dass er sich gerne bei uns melden kann und dann machen wir halt eine Kurzfolge mit ihm und besprechen die einfach mal, damit er sie halt auch im Podcast vorstellen kann. Warum denn nicht? Kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand sagt, der gerade Black Powder Napoleon sich gezogen hat, halt einfach mal hier erzählt, wie das eigentlich ist, das zu bauen, was gut ist, was Spaß macht, was nicht so gut ist, wie läuft das mit den Farben, wie läuft das mit den Fahnen, wie bemalt er das, welche Hintergedanken hat, welches Gelände braucht er dazu. Und ich glaube, das hilft uns allen vielleicht dann auch über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und involviert natürlich auch die Hörerschaft, was uns natürlich auch sehr gelegen kommt und was wir sehr begrüßen würden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja schon diesen Hashtag RNF22 gewählt. Meine technische Überlegung wäre jetzt, wir würden jetzt vielleicht dann irgendwie einmal die Woche würden wir so die sozialen Netze quasi abgrasen. Die Leute können uns natürlich auch direkt dort irgendwo markieren. Das ist ja auch möglich. Und den Hashtag RNF22 benutzen. Und wir würden dann einmal pro Woche würden wir die ganzen Social Media Sachen abfarmen nach Bildern und würden die dann bei uns auch mit auf den auf die Social Media Kanäle schmeißen. Wer damit einverstanden ist, wirklich jederzeit gerne, kann uns auch direkt anschreiben und auch direkt Bilder zuschicken. Ne? Das also geht auch, das auf jeden Fall. Wichtig ist halt, dass wir alle Spaß dabei haben und dass man etwas gemeinsam macht. Denn wenn man etwas gemeinsam macht, dann macht es wiederum mehr Spaß. Halt, das ist so eine Binsenweisheit, aber es ist halt genauso. Genauso ist es. Genauso ist es. Mega cool. Ja, möchtest du noch was erzählen zum Projekt? Haben wir irgendwas vergessen? Darüber ist erstmal erschöpfend berichtet, wie sich das genau entwickelt. Das bleibt abzuwarten. Ne? Das ist jetzt erstmal unser Gedanke, unser Auftakt. Wir haben das jetzt noch nicht hundertprozentig zu Ende gedacht. Aber das müssen wir auch nicht. Halt. Wir können ja erstmal anfangen zu malen und irgendwie ein bisschen Rank and File zusammenzustellen. Aber eine andere Sache, die ich gerne noch ansprechen möchte, und zwar, ich möchte gerne einen Shoutout machen an der Tom. Und zwar, das ist auch eine etwas längere Geschichte. Piwi, erinnerst du dich an unsere Warhammer Fantasy Battle Aufnahmen? Oh ja. Die allerersten. Die waren super. Hm. Da hatten wir eine Folge, da hatten wir Feindcast am Wickel. Und ja, du erzähltest halt, dass du da so einen gescheiterten Tau-Himmlischen hast und den du umtauschen musstest, glaube ich, und so weiter und so fort. Hm. Und im Großen und Ganzen sagte ich dann halt noch so, ja, ich würde ja auch gerne noch viele, viele alte Figuren von Games Workshop kaufen, wenn es die denn weiterhin aus Zinn gäbe. Aber es gibt die nur aus Fein respektive Failcast, habe ich keinen Bock drauf. Und dabei kam unter anderem zur Sprache, dass ich gerne den Korn-General auf Juggernaut hätte. Oh ja, stimmt. Auf Moloch. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern, und ja. Einer unserer Hörer, der Tom aus der Schweiz, hat sich gemeldet und gesagt halt, also erstmal hat er uns gelobt, dafür loben wir ihn halt. So. Aber er hat halt gesagt,
ne, hat sich halt gefreut, dass wir einen Podcast machen und alles gut. Und dann hat er halt auch geschrieben, dass er halt noch diesen Korngeneral aus Zinn hat. Und wir sind dann übereingekommen und der Tom hat ihn mir wirklich zu einem sensationell günstigen, fairen Preis verkauft. Also das, also ich bin immer noch ein bisschen schamesrot. Also ich hätte ihm eigentlich mehr geben müssen, aber er wollte nicht mehr. Und das, dann ist es halt auch so. Jedenfalls hat er mich sehr glücklich gemacht mit dieser Figur. Und sobald ich die Untotenarmee durch habe, ist das die erste Figur, die ich danach sofort bemalen werde. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und als ich die Figur dann in den Händen hielt, ne? Ja. Ist mir klar geworden, dass ich das gar nicht mehr gewohnt war, mit echten mehrteiligen Metallfiguren zu arbeiten und welches Gewicht eigentlich dahinter steckt und wie grob geil das ist. Also ich habe mich tot gefreut und von daher, wie gesagt, Shoutout an der Tom, herzlichen Dank, du hast mir eine große Freude bereitet. Das hört man dir auch an, dass es dir wirklich, wirklich was bedeutet und nicht einfach nur so von wegen so, ja, es ist nett, jetzt habe ich das Ding hier und jetzt überlege ich mal von wegen, an wem ich es denn jetzt weiterverkaufen kann, so, weißt du, so respektive eBay Kleinanzeigen oder irgendwie sowas. Und da kommt einer um die Ecke und fragt, was letzte Preis? Super geil. Das ist eine sehr, sehr, sehr geile Geschichte und dann auch noch aus der Schweiz, die sich ja sonst eigentlich fast bei überall raushalten. und dann plötzlich dem Hauke schreiben, du, ich hab da was. Das ist so geil, ehrlich. Das war auch total geil, weil ich halt erstmal zum Hauptzollamt musste und dort die Sendung in Empfang nehmen musste. Und dann fragte mich die Zollbeamtin, ja, was ist denn da drin? Und ich sagte, ja, ein Korngeneral. Und die guckte mich halt an, als ob ich bescheuert bin halt. Und ich sagte also, ja, nee, das handelt sich um eine kleine Modellbaufigur. Sie sagte, wie jetzt? Ich sag, ja, ist also aus Metall. Ich sag, ist jetzt auch gut, ich mache jetzt das Paket auf und gucken sich das selbst an. Ne? Und ich sag, ja, was ist denn das? Ich sag, kennen Sie Dungeons and Dragons? Sie sagt, nee. Ich sag, gut, das hilft jetzt auch nicht weiter. Echt? So. Ja. Und hat sie sich letztendlich angeguckt und sie sagte halt, ja, okay, ist jetzt auch in Ordnung halt, ne, tschüss. Den werde ich bemalen und diese Figur, obwohl ich ja eigentlich ein Armeebemaler bin, werde ich wirklich extrem viel Arbeit hereinstecken, zumal die Figur es ja auch hergibt, gerade mit dem Glazen, was wir von Manuel gelernt haben, mit einem Rot, das von dunkel nach hell verläuft. Da kannst du dich ja echt austoben dann halt, ne? Mhm. Und das ist für einen Korngeneral ja wirklich perfekt und mal gucken halt. Ja, Hauke, das klingt alles nach einem ganz wunderbaren Plan. Ich würde sagen, nutz doch noch mal eben so ein paar Sekunden, Minütchen, um die Leute da draußen so ein bisschen heiß zu machen. Weißt du, so ein bisschen Feuer unter den Arsch machen und so ein bisschen heiß wie Frittenfett nachher zurücklassen und sagen, ey, ich habe da wirklich noch so eine Rank-and-File-Armee stehen. Die mache ich jetzt fertig über den Sommer. Wetter wird gut und da kann man sowas machen. Ich sag's mal so, ne? Gibt ja viel Gezanke so aus der Vergangenheit, Age of Sigmar, Warhammer Fantasy Battle, bla bla bla. Lass mal echt alles gut sein, ey. Lassen wir echt alle mal Hype lang. Und die Jungs, die früher Warhammer Fantasy Battle gespielt haben und da auch sicherlich viel Spaß bei hatten, die können ja vielleicht mal ins Auge fassen, das mal wieder anzumalen, sich der ganzen Sache nochmal anzunähern. Muss ja keine Lebensgeschichte draus werden. Einfach nur mal wieder ein bisschen Rank-and-File-Armee anzumalen und sich daran zu freuen, wie geil das eigentlich aussieht, wenn diese Figuren dort wirklich on block stehen. Und wer das noch nie gemacht hat, den kann ich einfach nur raten, macht das doch mal. Ihr braucht ja gar nicht Warhammer Fantasy Battle machen. Ihr könnt euch ja zum Beispiel das Starter-Set für Hail Caesar holen oder, wie gesagt, Black Powder Napoleon. Großartig. Also aus meiner persönlichen Sicht kann man ganz viele Sachen spielen, aber das Großartigste und das Beste, was es aus meiner Sicht gibt, sind wirklich fertig bemalte Rank-and-File-Armees. Es steckt wirklich viel Arbeit da drin, das steht außer Frage, aber wenn man das noch nie gemacht hat, kann man es aber echt mal zumindest mal ausprobieren halt, ne? In dem Sinne. Ich würde sagen, auch in dem Sinne. Haut rein und wir sind gespannt auf eure Einsendung und auf eure Hashtags. Also nochmal der Hashtag RNF22 und Hashtag Dysonauts. Dann finden wir euch, dann nehmen wir eure Bilder und dann hauen wir die auch mit raus. Und lobhudeln euch. Alles klar. Hauke, vielen Dank für diese Info und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich freue mich, Piwi. Tschüss, Leute. Ciao.